Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Seelenfreude Challenge, Tag 11. Wie geht's dir heute Morgen? Gestern hat noch eine, vielleicht ein kleiner Hinweis, bevor wir starten. Gestern hat noch eine mir reingeschrieben, dass das ja nicht so einfach ist, da so seinen, auf die Art und Weise, wie ich das erklärt habe, seinen Seelenplan zu finden. Und da gehe ich gern noch drauf ein. Ich habe es gestern Abend erst später gesehen, aber in einem separaten Live-Video. Und ich denke, ich werde heute Nachmittag da irgendwann nochmal ganz spontan live gehen und da noch auf dieses Thema von gestern nochmal eingehen. So einfach und leicht kann es doch nicht sein und auf diese Themen, die sich dahinter verbergen, ne, auf diesen Kommentar. Das mal noch als Ankündigung. Irgendwann heute Nachmittag werde ich dann noch mal live sein. Okay, gut. Heute Tag 11. Frage an dich. Wann hast du zum letzten Mal so richtig bewusst deinen Körper mal wahrgenommen? Deine Füße, deinen Kopf, deine Hände, deine Arme, dein Körper überhaupt? Es ist immer alles so einfach da. Und wir nehmen es gar nicht so richtig wahr. Überhaupt unseren Körper mal wahrzunehmen, auch dahingehend unsere Zellen, unsere Organe, die immer für uns da sind, die zu jeder Zeit, schau mal, was für ein Wunderwerk Körper du, wir alle haben, zu jeder Zeit weiß jedes Organ im Körper, was zu tun ist. Liebe Gabi, wunderschönen guten Morgen. Was zu tun ist, wenn du etwas isst, jedes Organ weiß ganz genau, welche Enzyme, keine Ahnung, was alles gebraucht wird, in welcher Menge, um das zu verdauen und. Wenn du etwas trinkst, weiß auch jede Zelle, jedes Organ ganz genau, was zu tun ist. Ist das nicht eigentlich faszinierend, was für ein Wunderwerk Körper wir haben? Und wie wenig würdigen wir das oftmals? Und deshalb mal so der kleine Reminder, und deshalb würde ich gerne mit dir heute Morgen mal hier so eine kleine Übung machen, immer und immer wieder natürlich alle Übungen, die wir hier machen. Mach das gerne immer und immer wieder, auch selbst für dich. Kannst du ja gerne Notizen machen oder die Videos hier, die stehen ja auch unbegrenzt zur Verfügung, dass du dir einfach na, wie nennt man es? Die URL-Adresse irgendwie speicherst in einem Ordner oder so, wo du dann immer mal nochmal im Nachhinein es dir anschauen kannst. Liebe Silvia, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass auch du dabei bist live. Ja, und so kannst du dann mit dieser Challenge hier weiter immer arbeiten. Okay? Und jetzt würde ich gerne mit dir, wie eben schon erwähnt, mal eine Übung machen und dich mal ein bisschen anleiten. Deinen Körper wahrzunehmen, mal ganz liebevoll deinen Körper wahrzunehmen. Und dazu nehmen wir jetzt eine bequeme Sitzhaltung ein. Wir schließen die Augen und atmen mal einige Male tief aus, durch den Mund gerne. Lass deine Schultern sinken. Lass dich mit dem nächsten Ausatmen auch in deinen Körper sinken. Und lass dann deinen Atemstrom ganz leicht und frei durch die Nase ein- und ausströmen. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Die Hände gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet, auf die Oberschenkel legen, so wie um alles Gute aufzufangen. Und dann gibt es jetzt weiter nichts zu tun, als einfach deine Aufmerksamkeit auf deinen Atemstrom zu richten. Beobachte mal, ohne etwas zu verändern, wie es dich ein- und ausatmet. Wenn deine Gedanken abschweifen, komm immer wieder zurück zu deinem Atemstrom.
und beobachte mal den ganz natürlichen Impuls des Ein- und Ausatmens. Vielleicht kannst du auch spüren, wie jetzt Ruhe und Frieden einkehrt. Vielleicht magst du mal auch in diese Stille lauschen, die da ist. Trotz Außengeräusche umgibt dich Stille und Frieden. Vielleicht magst du diesen Energien auch erlauben, sich noch mehr auszubreiten. Diese Stille und die Ruhe. Mach es dir ganz einfach. Und dann lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit mal zu deinen Füßen zu gehen. Nimm mal deine Füße wahr, vielleicht zunächst den linken Fuß wahrnehmen. Nimm deine Zehen am linken Fuß mal wahr. Nimm deine Fußsohle am linken Fuß wahr. Den Fußrücken einfach mal ganz liebevoll wahrnehmen. Deine Ferse. Und das Gleiche machen wir jetzt auch mit dem rechten Fuß, den ganzen Fuß wahrnehmen, die Zehen wahrnehmen an deinem rechten Fuß, die Fußsohlen wahrnehmen. Den Fußrücken. Deine Ferse. Und nimm jetzt mal beide Füße zusammen wahr. Solltest du Anspannungen in den Zehen spüren, dass du vielleicht dazu geneigt bist, die zusammenzurollen, dann lass los. Stell dir einfach vor, wie du jetzt deine Füße entspannen kannst. Einfach vorstellen, wie es wäre, wenn du jetzt deine Füße entspannen kannst. Und dann wandern wir weiter mit der Aufmerksamkeit zu unseren Beinen. Nimm mal das linke Schienbein wahr. Geh mit deiner Aufmerksamkeit einfach mal zu deinem linken Schienbein. Zur linken Wade, nimm deine Wade wahr. Dann das rechte Schienbein wahrnehmen, einfach ganz liebevoll wahrnehmen. Die rechte Wade wahrnehmen. Dann wandern wir weiter mit der Aufmerksamkeit zu unseren Knien, nehmen das linke Knie wahr. Gerade in den Knien sitzen oft Anhaftungen und Anspannungen. Stell dir jetzt einfach mal vor, wie es wäre, wenn du dein linkes Knie einfach entspannen könntest. Einfach alle Anhaftungen, Anspannungen, die da vielleicht sind, loslassen könntest. Und das Gleiche machen wir auch mit dem rechten Knie. Einfach mit der Aufmerksamkeit zum rechten Knie wandern und vorstellen, wie du entspannen kannst, wie du dein rechtes Knie entspannen kannst. Dann gehen wir weiter mit der Aufmerksamkeit zu den Oberschenkeln, nehmen die Oberschenkel wahr,
den linken Oberschenkel, den rechten Oberschenkel, nimm dein Gesäß wahr. Wenn du magst, kannst du auch gerne deinen Beckenboden jetzt einmal ganz kräftig anspannen und wieder entspannen. Und noch einmal deinen Beckenboden anspannen und wieder entspannen. Und noch einmal den Beckenboden anspannen und wieder entspannen. Sehr schön. Dann nehmen wir unsere Körpermitte wahr, unseren Bauchraum und entspannen auch da ganz bewusst. Entspann jetzt mal, soweit dir das möglich ist, deinen Bauchraum. Und wir wandern weiter zum Schulter-Nacken-Bereich. Lassen nochmal ganz bewusst die Schultern sinken. Und lassen auch hier im Schulter-Nacken-Bereich alle Anspannungen los. Mach's dir ganz einfach, soweit dir das jetzt möglich ist, einfach die Anspannungen, die in diesem Bereich sind, loslassen. Stell dir einfach vor, wie es wäre, wenn du jetzt einfach. Vielleicht hilft dir auch die Vorstellung, was dir da im Schulter-Nacken-Bereich hockt, wie so einen Rucksack jetzt einfach ablegen kannst und zur Seite stellen kannst. Sehr schön. Dann nimm deinen linken Arm wahr, den Oberarm, den Ellenbogen, den Unterarm und deine Hand mit deinen Fingern. Nimm mal ganz liebevoll deine Hand wahr. Deine Finger wahrnehmen. Und so wandern wir weiter auf die rechte Seite, nehmen den rechten Oberarm wahr. Den Ellenbogen. Den Unterarm und die rechte Hand und die einzelnen Finger. Sehr schön. Und dann richten wir die Aufmerksamkeit zu unserem Kopf. Nimm mal deinen Kopf ganz liebevoll wahr. Beginne mal mit deinem Gesicht. Entspanne mal dein Gesicht, soweit du das jetzt kannst. Entspanne mal den Bereich deiner Stirn, den Bereich deiner Augen. Nimm deine Nase mal wahr. Nimm mal den Bereich wahr zwischen Nase und Oberlippe. Nimm deine Lippen wahr. Und entspanne mal deinen Kiefer. Stell dir vor, wie es wäre, wenn du jetzt deinen Kiefer entspannen kannst. Einfach ganz locker lassen, soweit dir das jetzt möglich ist. Dann wandern wir mit der Aufmerksamkeit mal zum linken Ohr. Nimm mal dein linkes Ohr wahr. Dein rechtes Ohr.
Dann nimm mal deinen Schädel wahr. Stell dir einfach vor, wie es wäre, wenn du jetzt deinen Schädel wahrnehmen könntest. Einfach ganz liebevoll mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Schädel gehen. Und jetzt nehmen wir mal ganz liebevoll unseren gesamten Körper wahr. Nimm mal ganz liebevoll deinen gesamten Körper wahr. Stell dir mal vor, wie es jetzt auch wäre, wenn du alle Zellen und alle Organe wahrnehmen kannst und ihnen ganz liebevolle Gedanken schickst. Eine ganz liebevolle Aufmerksamkeit, verbunden auch mit Energien der Dankbarkeit, dass alle Zellen und Organe immer für dich da sind, zu jeder Zeit ganz genau wissen, was zu tun ist. Und so lade ich dich ein, auch dich selbst mal als ganz liebevolle Frau, ganz liebevoller Mann wahrzunehmen. Schick dir selbst jetzt mal ganz liebevolle Gedanken und öffne dich dem Gedanken, was für eine großartige Frau, was für ein großartiger Mann, was für eine großartige Persönlichkeit du bist. Dann lade ich dich ein, mir dir mal vorzustellen, wie es wäre, wenn du dich jetzt über deinen Körper hinaus ausbreiten könntest. Stell dir vor, wie du dich unendlich groß machen kannst jetzt, wie du dich nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten ausbreiten kannst. Unendlich groß werden kannst. Einfach vorstellen, wie du jetzt ja über dich hinauswachsen kannst, energetisch gesehen. Denn dein Körper, den du siehst mit deinem bloßen Auge, ist nur ein kleiner Teil von deiner wahren Größe. Du bist viel, viel größer. Stell dir vor, wie es jetzt wäre, wenn du dich in deine wahre Größe mal ausdehnen, ausbreiten kannst. Und dann fühl mal, wie gut das tut. Dich so von allen Begrenzungen zu befreien und mal deine wahre Größe anzunehmen. Nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Mach dich mal ganz groß. Sehr schön. Und nimm dann einen tiefen Atemzug. Fang wieder an, dich zu bewegen. Komm wieder zurück ins Hier und ins Jetzt. Nimm einen weiteren tiefen Atemzug. Und mit dem Ausatmen öffnest du deine Augen und bist wieder ganz präsent im Hier und im Jetzt. Ja, willkommen zurück. Schreib mir doch mal gerne ins Kommentarfeld rein, wie das für dich war, mal so liebevoll deinen Körper wahrzunehmen, bei dir zu sein und auch jetzt, welche Erfahrung du da machst, wenn du dir vorstellst, wie du dich weiter ausbreitest in deine wahre Größe. Denn du bist viel mehr als das, was du mit dem bloßen Auge sehen kannst, dein Körper. Du bist viel, viel mehr. Ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Samstag.
Wir sehen uns morgen nochmal in neuer Frische und morgen am Sonntag würde ich sagen um 8:30 Uhr, um 8:30. Okay? Also hab einen wunderbaren Tag mit der Sonne im Herzen und denk dran, immer mal wieder liebevoll den Körper wahrnehmen und dich ausbreiten, ausdehnen in deine wahre Größe. Okay? Bis dahin, ciao!